nicht an. Nicht rauslocken lassen, Leute. Kommt zurück. Das schon mal weniger. Kiste kaputt, damit es uns hoffentlich weiterhilft irgendwie. Pistole ist echt voll gut. Ich glaube, hier könnte man auch ziemlich billig einfach durchrennen, bin mir das aber nicht sicher. Seitdem er nur den Rücken frei, ich kümmere mich um die Großen. Einer schon mal. Das habe ich ihm gerade gesagt, Leute. Alter Vater, ey. Wir müssen den Masseneffekt zerstören. Dann verlassen wir das Schiff. Schnell. Ich bin absolut eurer Meinung. Das ist Reaper FFS. Geld hier drin nehmen wir aber auch noch mit. Wenn wir nämlich schon auf dem Weg sind. Das muss es sein. Der Server ist die. Bosskampf. Wir müssen jetzt warten, bis sich der Reaper-Kern öffnet. Und dann müssen wir den unter Beschuss nehmen. Ich schätze, ich wechsle hierfür jetzt mal wieder auf die Schrotte Flinte. Bin ich mit den rum, Garros. Mach sie kalt. Oh. Sehe ich astrein vorbeigeschossen. Schieß doch nicht auf die, die ich gerade schieße. Kontraproduktiv. Von hinter mir.
Was ist das? Nee. Feinde vor uns! Stirb! Fucking Husks, ey. Da öffnet sich was. Shepard! Sollen wir irgendwas mit dem Geth machen? Er ist noch intakt. Es wäre eine großartige Trophäe. Tali hat gesagt, dass noch nie jemand einen intakten Geth gefangen genommen hat. Ihre Entscheidung, aber wir müssen hier weg. Wir haben keine Zeit für Diskussionen. Abmarsch! Durchhalten, Leute! So, soweit, so gut, meine Freunde. Soweit, so gut. Ich glaube, wir sollten mal über unser besonderes Bergungsgut sprechen. Wir haben es vorläufig in Edis VI-Kern untergebracht. Wir brauchen für den Kampf gegen die Reaper bessere Ausrüstung. Ein intakter Geth wäre für die Cyberwaffenabteilung von Cerberus unbezahlbar. Dem kann ich nicht zustimmen, Ma'am. Ich habe auf Eden Prime genug von den Dingern gesehen. Ab in den Weltraum damit. Cerberus hat schon lange ein Kopfgeld in bar auf einen intakten Geth ausgesetzt. Ich versichere Ihnen, die Belohnung ist erheblich. Ich will wissen, warum ein Stück N7-Panzerung an seine Brust geschnallt ist. Vielleicht eine Kriegstrophäe? Wäre eine Maschine an sowas gelegen? Nein. Trophäen setzen Gefühle voraus und sowas haben VIs nicht. Ich vermute, es handelt sich lediglich um eine provisorische Reparatur. Ich habe hunderte von diesen Dingern umgelegt, aber ich hatte noch nie Gelegenheit, mit einem zu reden. Der hier hat versucht, mit uns zu kommunizieren. Er hat uns vermutlich sogar das Leben gerettet. Warum? Den Geth wieder zu aktivieren ist riskant. Sie sollten das nur im Interesse der Menschheit tun, nicht um ihre eigene Neugier zu befriedigen. Für mich dient unserem Wohlbefinden nach wie vor am besten eine Luftschleuse. Ich werde erst eine Entscheidung treffen, wenn ich weiß, womit wir es zu tun haben. Ich will ihn aktivieren und verhören. Wenn wir ihn aktivieren, gibt es keine Garantie, dass wir ihn auch wieder deaktivieren können. Kugeln können das. Das habe ich nicht. Danke Ihnen beiden für Ihre Empfehlungen. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Tali wird ausrasten, wenn sie davon erfährt. Was ist jetzt mit diesem Reaper FFS? Ich weiß jetzt, wie ich es in unsere Systeme integrieren kann. Dennoch bleibt das Gerät Reaper-Technologie. Die Verbindung mit den Systemen der Normandy bringt gewisse Risiken mit sich. Ich vertraue Ihnen, Edi. Ich weiß, Sie werden es nicht zulassen, dass dem Schiff etwas geschieht. Verstanden, Shepard. Es wird wohl einige Stunden dauern, bis das FFS bereit zum Testen ist. Ich verständige Sie, sobald es soweit ist. Klingt gut. Bis dahin einfach weitermachen wie gewohnt. Crew kann wegtreten. Oi. Haben aber wieder viele Nachrichten gekriegt. So. Erstmal wieder forschen. Neue Waffen-Upgrades haben wir auch. Geth im VI-Kern? Das beunruhigt mich aber schon ein wenig. Hoffentlich aktivieren sie ihn nicht.
aber das wissen Sie ja am besten. Das wäre alles. Das FFS ist so gut wie installiert, Shepard. Muss jedoch noch seine Auswirkungen auf die Systeme der Normandy überprüfen. Dann mach das. Ich schlage vor, Sie nehmen zu Ihrem nächsten Zielort das Shuttle. Sobald ich mit unserem Freund geredet habe. Ich schalte das Ding wieder ein. Bereithalten. Zu Befehl. Ich habe unsere Systeme isoliert und zusätzliche Firewalls installiert. Ich bin bereit, jedem Hacking-Versuch zu widerstehen. Verstehen Sie mich? Ja. Werden Sie mich angreifen? Nein. Sie haben an Bord des Reaper meinen Namen gesagt. Kennen wir uns? Wir wissen von Ihnen. Sie meinen, weil ich gegen viele Geth gekämpft habe? Wir sind uns nie begegnet. Nein, wir beide nicht. Aber ich habe andere Geth getroffen. Wir alle sind Geth und wir sind Ihnen nie begegnet. Sie sind Shepard, Commander, Allianz... Mensch, hat Heretics bekämpft, wurde von Kollektoren getötet, auf der alten Maschine wiederentdeckt. Alte Maschine? Meinen Sie den Reaper? Reaper, ein Name, der dem Aberglauben der Proteaner entstammt. Wir nennen diese Lebensformen die alten Maschinen. Sie scheinen erstaunlich viel über mich zu wissen. Extranet-Datenquellen, ungesicherte Übertragungen, alle gesendeten Daten organischer Wesen werden empfangen. Wir beobachten sie. Beobachten Sie mich oder organische Wesen allgemein? Ja. Was jetzt? Beide. Was meinen Sie mit Heretics? Geth schaffen ihre eigene Zukunft. Die Heretics haben die alten Maschinen gebeten, ihnen eine Zukunft zu geben. Sie sind nicht länger ein Teil von uns. Wir haben die Hardware der alten Maschine analysiert, um unsere Zukunft zu schützen. Sind die Reaper auch für Sie eine Bedrohung? Ja. Warum sollten Sie andere Maschinen angreifen? Wir sind anders als Sie. Stehen außerhalb Ihrer Pläne. Was für eine Zukunft bauen sich die Geth auf? Unsere. Wird jemand anders durch Ihre Handlungen, wie die auch immer aussehen mögen, beeinträchtigt? Nur wenn er sich einmischt. Sie sind also kein Verbündeter der Reaper. Wir sind Gegner der Heretics. Wir sind Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der alten Maschinen. Shepard Commander ist Gegner der Heretics. Kooperation dient gemeinsamen Zielen. Wollen Sie sich uns anschließen? Ja. Und wie soll ich Sie nennen? Geth. Ich meinte Sie, als Einzelperson. Wir sind alle Geth. Wie heißt das Individuum, das vor mir steht? Es gibt kein Individuum. Wir sind Geth. In dieser Plattform sind zum jetzigen Zeitpunkt 1183 Programme aktiv. Mein Name ist Legion, denn wir sind viele. Ja, das passt. Bibel der Christen, Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 9. Wir akzeptieren das als passende Metapher. Wir sind Legion, ein Terminal der Geth. Wir werden uns in die Normandy integrieren. Wir erwarten den Datenaustausch. Shepard Commander. Wir haben unsere Analyse des Reaper-Datenkerns abgeschlossen. Haben Sie was Verwertbares gefunden? Wir wurden zu der alten Maschine geschickt, um die Zukunft der Geth zu retten. Wir können jetzt Details darüber offenlegen. Die Heretics haben eine Waffe zum Einsatz gegen die Geth entwickelt. Sie würden es ein Virus nennen. Es ist auf einem Datenkern gespeichert, den die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung bringen, dass die Verehrung der alten Maschinen richtig ist.
Und warum mussten sie dann zur Leiche des Reaper? Die Heretics speichern den Code in einem Quantenspeichermedium, das die Sovereign zur Verfügung gestellt hat. Um das Virus zu finden und zu zerstören, müssen wir seinen Code und seine Datenspeicherstrukturen verstehen. Das Virus würde also allen Geth die Logik der Heretics verpassen und dann würden alle Geth gegen die organischen Wesen in den Krieg ziehen? Ja. Die Geth glauben, dass jedes intelligente Lebewesen selbstbestimmt sein sollte. Die Heretics glauben das nicht mehr. Sie sind der Ansicht, dass es besser ist, uns eine ungültige Schlussfolgerung aufzuzwingen, als weiterhin mit dieser Spaltung zu existieren. Ich dachte, man könnte Geth nicht hacken oder mit einem Virus infizieren. Wenigstens nicht für länger als ein paar Sekunden. Veränderte Programme werden aus dem Archiv rekonstruiert. Neuinstallationen werden gelöscht. Diese Waffe der Heretics führt zu einem minimalen Fehler in unseren Basis-Runtimes. Das entspricht in etwa ihrem Nervensystem. Eine Gleichung mit dem Ergebnis 1,33382 wird als 1,33381 berechnet. Das verändert die Resultate sämtlicher höherer Prozesse und führt zu anderen Schlussfolgerungen. Der Grund, warum sie die Reaper anbeten, ist also ein Rechenfehler? Das ist schwer zu erklären. Ihr Gehirn funktioniert sowohl chemisch als auch elektrisch. Wie VIs bestehen sie aus Hardware und Software. Wir sind ausschließlich Software, Mathematik. Die Schlussfolgerungen der Heretics sind für sie gültig. Unsere Schlussfolgerungen sind für uns gültig. Keine davon ist an sich ein Fehler. Eine Analogie. Heretics sagen, 1 ist weniger als 2. Geth sagen, 2 ist weniger als 3. Würde es freigesetzt, wie schnell würde sich das Virus bei ihrem Volk ausbreiten? Wir sind über ULG-Kommunikationsbarken vernetzt. Die meisten würden sich innerhalb eines Tages verändern. Isolierte Plattformen würden unbehelligt bleiben, bis sie wieder im Netzwerk hängen. Wissen Sie, wo dieses Ding ist? In der Hauptstation der Heretics, am Rand der Terminus-Systeme. Wir werden die Koordinaten liefern. Für eine ungefährdete Annäherung sind die Tarnsysteme der Normandy nötig. Sie bauen Stationen in den Terminus-Systemen? Wo ist dieses Ding? Zwischen den Sternen. Organische Wesen haben keinen Grund, dort nachzusehen. Aber warum bauen sie überhaupt Stationen außerhalb des Geth-Gebiets? Die Heretics wollen durch die alten Maschinen verbessert werden. Im Austausch dafür helfen sie ihnen bei Angriffen auf organische Wesen. Wir missbilligen diese Vorgehensweise. Wie lautet der Plan, sobald wir an Bord sind? Die Geth werden das feindliche Netzwerk stören und verhindern, dass die Verteidigung der Station sich auf uns konzentrieren kann. Der Reaper-Datenkern ist physisch vom Netzwerk getrennt. Wir brauchen eine Eskorte dorthin, damit wir auf die Daten zugreifen und sie löschen können. Mit was für Verteidigungssystemen müssen wir rechnen? Im All mit keinen. Auf der Station mit mobilen Plattformen unterschiedlicher Konfiguration und mit Verteidigungsgeschützen ohne eigenes Bewusstsein. Wie viele Geth? Es handelt sich um Milliarden individueller Programme. Zum Glück sind die meisten im Zentralcomputer aktiv. Es sind immer nur wenige mobile Plattformen gleichzeitig im Einsatz. Bei Bedarf werden weitere hergestellt. Hauptquartier der Heretics. Sieht aus, als könnten wir ihre Überfälle endlich ein für alle Mal beenden. Ziehen wir es durch. Völliger Sieg ist eine Möglichkeit, deren Wahrscheinlichkeit wir derzeit noch nicht berechnen können. Ungeachtet dessen werden wir mit den Vorbereitungen beginnen. Sehr schön. Shepard Commander, sind Sie bereit, die Hochburg der Heretics anzugreifen? Können Sie mir einen kurzen Lagebericht geben? Die Heretics haben eine Waffe vorbereitet, die alle... Mit der Zeit wird uns das Virus verändern und zu der Schlussfolgerung, wir werden die...